Schau mal, dir ist wichtig, was andere Leute von dir denken. Dir ist wichtig, was andere von dir halten. Und du hast manchmal das Gefühl, du wirst komisch angeguckt. Angenommen, du willst eine Frau ansprechen, draußen auf der Straße. Du wirst komisch angeguckt. Die Leute könnten ja irgendwas Krasses über dich denken. Und dieses Video soll Abhilfe schaffen, dir einfach mal zeigen, dass das, was du denkst, komplett unnötig ist, dass es nicht relevant ist und dass es sowieso im großen Ganzen komplett Banane ist. Und dieses Video wird dich triggern, weil ich dir Sachen sagen werde, die du dir nicht anhören willst. Ich werde dir Sachen sagen, die wahrscheinlich sehr, sehr stark gegen dein Ego gehen. Und wenn du jetzt so eine Person bist, so, ah, nee, ich will nur Content gucken, der mich über mich selber besser fühlen lässt, dann guck dir ein anderes Video an. Mein Name ist Matt, ich helfe vielen beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nicht zu verschwenden. Heute mit dem Thema, wie es dir komplett egal wird, mein Freund, wie es dir scheißegal wird, was andere von dir halten. Guck dir das gesamte Video an, nimm den Mehrwert, implementier es in dein Leben und ohne Scheiß, die 80 Jahre, die du hier bist, auf dieser Welt kannst du vernünftig genießen. Let's go. Schau mal, ich kann mir vorstellen, dass du dir immer wieder Content anschaust, so Persönlichkeitsentwicklung, wie du selbstbewusster wirst, besser mit Frauen und so weiter. Und ich musste, glaube ich, nicht sagen, dass das A und O von allem einfach ist, einfach mal zu machen, einfach umzusetzen und nicht so viel darüber nachzudenken. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt die Partie von Leuten, und darunter zähle ich mich auch, die viel zu viele Sachen überdenken und viel zu sehr in so einen Loop von negativen Gedanken kommen. Also angenommen, du bist mal draußen auf der Straße, du bist im Club, in einer Bar, eventuell sogar im Zug, Bus, Bahn. Siehst eine super attraktive Frau und denkst dir so, ja, ey, ich sollte da hingehen, ich sollte mal Hallo sagen, ich sollte sie mal ansprechen, ne? Und selbst wenn am Anfang dieses Gefühl da ist, so, ja, oder dieser Gedanke da ist, ja, sollte ich mal machen, du stoppst dich dann plötzlich, weißt du, du sabotierst dich und sagst dir dann so, ach nee, weißt du, was können die anderen denken, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es passt jetzt nicht, ich sollte eventuell vielleicht lieber was anderes machen. Und das sind Gedanken, die letztendlich nur kommen, weil du dich selber nicht traust, weil du dir diese Situation nicht zutraust. Und oftmals kommen dann auch Gedanken wie, ey, was denken andere von mir? Was wird die Frau eventuell denken, wenn ich jetzt da hingehe? Ich habe nicht den perfekten Spruch, ich habe nicht die perfekte Line, ich habe nicht den perfekten Moment, ich fühle mich auch nicht optimal. So, was passiert dann? Ich will dir in diesem Video erklären, warum das so schlecht ist und warum das so toxisch ist. Weil was du machst ist, und ich will dir jetzt einfach mal ein größeres Ganzes geben. Schau mal, du bist, wie im Intro erwähnt, 80 Jahre hier auf diesem Planeten, okay? Im Vergleich zu der Zeit, die du hier auf dieser Welt verbringst, die Zeit, die du hast, du bist nichts im Vergleich zu dem Ganzen, zu dem Großen und Ganzen. Okay? Und das sollte auch klar sein. Du bist nichts im Vergleich dazu. Weißt du, hunderte vor Jahren war es so, dass die Leute gegeneinander gekämpft haben. Sogar vor 100 Jahren war es so, dass die Leute gegeneinander gekämpft haben und sich abgeschlachtet haben und was weiß ich was. Und wir leben in so einer modernen Zeit, wo uns all diese Dinge einfach gegeben werden. Denkst du nicht, dass da nicht solche Gedanken kommen sollten wie, ah ja, was denken andere, Depression, ich fühle mich nicht gut, blablabla. Solltest du nicht viel lieber so eine richtig heftige Dankbarkeit haben erstmal? So eine richtig heftige Dankbarkeit dafür, dass du genug zu essen hast, genug zu trinken hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Internetzugang hast. Schau mal, ich meine das hier, dieses Ding hier. Du hast das gesamte Wissen der Welt auf so einem kleinen Gerät. Und trotzdem beschwerst du dich und sagst dir, ja, die Welt ist unfair, das passt nichts. Und was denken andere von mir? Und du merkst, ich will das jetzt erstmal nur kurz in den Kontext drücken, in den richtigen Kontext drücken, damit du verstehst, wie lächerlich dieser Gedanke ist. Im Großen und Ganzen ist es egal. Im Großen und Ganzen solltest du erstmal dankbar sein. Aber gehen wir mal auf die anderen Personen zu. Die Gedanken, die du hast, so von wegen, ah ja, mögen die mich oder nicht. Angenommen, du bist jetzt dabei, eine Frau anzusprechen. Sieht wirklich, wirklich gut aus, ne? Willst da hingehen, willst Hallo sagen, ne? Willst einfach mal dich vorstellen. Wenn du da hingehst und dein Gedanke ist, ah ja, ich kann nicht, weil XYZ, sie guckt so böse. Ey, das ist halt auch geil, ne? Sie guckt so böse.
Wenn du so dahin gehst mit dieser Einstellung, packst du sie automatisch auf den Podest und denkst, sie wäre ach so anders als du. Aber Fakt ist, das ist sie nicht. Fakt ist, sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie in ihrem Leben nicht so viel am Laufen hat. Ich meine, guck dir mal bitte das Leben von den meisten Leuten an. Es ist langweilig. Es ist uninteressant. Und wenn es dich jetzt triggert, dass ich das sage, dann solltest du vielleicht mal überlegen, wie dein Leben derzeit ist. Weil wenn dein Leben geil wäre, würde dich das jetzt nicht triggern. Du würdest jetzt einfach sagen, ja, okay, ja, stimmt. Das Leben von den meisten ist langweilig. Aber ich finde mein Leben ziemlich geil. So, aber du würdest dir dieses Video auch nicht angucken, wenn du dein Leben ziemlich geil fänden würdest. Hast du gar kein Bedürfnis, irgendeinen Typen im Internet dir anzuhören, der hier ein bisschen was darüber sagen will, wie es dir egaler wird, was andere von dir denken. Aber Fakt ist, du bist halt nicht zufrieden. Und dementsprechend projizierst du deine eigene Unzufriedenheit, die etwas mit dir selber und deiner Situation zu tun hat, auf andere. So, und dann sagst du so, ja, der ist schon... Also, vielleicht sagst du es nicht direkt, aber du zeigst halt mit dem Finger gedanklich auf andere und sagst, das ist schuld, die Situation, ah, ich fühle mich nicht danach, meine Emotionen, meine Gedanken. Alter, wen interessiert das? Das interessiert niemanden. Das klingt jetzt hart, aber das interessiert niemanden. Niemanden interessiert es, wie du dich fühlst und was du denkst. Nicht mal deine Mutter. Deine Mutter hört dir wahrscheinlich nicht mal zu. So, und um Gottes Willen, so, ich liebe meine Mama, aber die hört mir auch nicht zu. Die hört mir auch nicht zu. Das heißt, du hast hundertprozentige Verantwortung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel Verantwortung von unseren Schultern genommen wurde, wo uns so viele Möglichkeiten gegeben wurden. Und die meisten beschweren sich über Sachen. Und du merkst, das ist so ein Video, wo ich einfach mal, wie gesagt, das große Ganze dir geben will. Nicht einfach nur so, ja, drei Tricks, wie du es hinbekommst. Ey, meine Güte, guck dir einen anderen YouTube-Kanal dafür an. So, wenn du so einen Content haben willst, klar, der kommt auch hin und wieder hier, weil YouTube-Algorithmus, ne, damit du das besser bei YouTube findest. Aber ich habe das Gefühl, niemand sagt dir mal die Wahrheit. Denn die Wahrheit sieht so aus. Du hast so einen Luxus hier. Guckst dir das in einem deutschsprachigen Raum an. Du hast so einen Luxus hier. Ey, ich sag dir mal eine Sache. Ich war in der Türkei. Im Dorf. Ne? Aus dem Dorf, wo meine Eltern kamen. Und ey, die Kinder dort, die haben nicht mal vernünftig Schuhe. Weißt du, die Schuhe sind Jahre alt. Die sind komplett kaputt. Und diese Kinder sind so überglücklich. Weißt du auch warum? Weil sie dankbar sind für jede einzelne Sache, die sie bekommen. Ich weiß noch, wie ich damals, wie hießen die, ich glaube Kinderriegel hießen die Dinger, wie ich so einen Kinderriegel hatte und es einem Kind geschenkt habe. Der Typ hat mich so angeguckt, als wäre ich wirklich so die Person, die sein komplettes Leben verändern würde. Und das nur, weil ich so einen scheiß Kinderriegel dem gegeben habe. So, und pack das mal bitte in Perspektive. Oh nein, die Frauen weisen mich, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Also du hast wenigstens eine Hose an. Eine Boxer, also ich hoffe zumindest, dass wenn du dir dieses Video anschaust, dass es eine Hose oder eine Boxershort an hast. Du kannst alles Mögliche machen. Du hast, wie gesagt, das komplette Wissen der Welt. Hier, auf so einem kleinen Ding. Und trotzdem beschwerst du dich? Oh, es ist mir wichtig, was andere denken. Nein. Alter, wäre es mir wichtig, was andere denken? Denkst du, ich könnte dieses Video hier aufnehmen, während die ganzen Leute hinter mir sind? Denkst du, ich könnte erfolgreich ein Unternehmen führen? Wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann sind deine Gedanken und deine Emotionen fürs Erste egal. Zufrieden kannst du immer noch sein, wenn du erfolgreich bist. Eine gewisse Unzufriedenheit solltest du haben. Denn diese Unzufriedenheit wird dich pushen, um besser zu werden. Und ganz ehrlich, weil ich war damals eine Person, der war super wichtig, was andere von ihm gehalten haben. Ich war immer so, oh bitte, hoffentlich passe ich in die Gruppe, hoffentlich bin ich richtig. Ich habe damals angerufen im Restaurant oder so und ich konnte nichts bestellen. So einer war ich, so katastrophal war ich. So, weil es halt mir halt wichtig war, was andere denken. Aber jetzt gehen wir mal kurz auf die anderen, weil das wollte ich ja gerade eben machen. Gehen wir mal kurz auf die anderen, wo du denkst, ja, das ist so wichtig, was diese Leute denken. Ist es wirklich wichtig, was sie denken? Nein, natürlich nicht. Aber lass uns den Gedanken mal weiterführen. Diese Leute machen wahrscheinlich in ihrem Leben gar nichts. Die meisten Menschen reden über andere Menschen, weil sie nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben. Und dieses Video ist wahrscheinlich der größte Trigger für einige. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich dabei nicht gut fühlst, dann klick das Video weg. Das ist okay. Ist in Ordnung, wirklich. Weil da will ich gar nicht, dass du dir dieses Video anschauen willst. Es ist ein bisschen extremer, weil es halt meine ehrliche Meinung ist.
Und ich habe das Gefühl, auf YouTube existiert sowas halt gar nicht mehr. Jeder versucht sich den Richtlinien an. Das ist komplett Banane. Kommen wir aber zurück zu dem einen Punkt, den ich machen wollte. Das, was andere Leute denken. So, diese Leute, wo es dir wichtig ist, was sie von dir halten. Was haben die denn erreicht? Was haben die denn erreicht, dass es ach so wichtig ist? Vor allem Leute, die du nicht kennst. Was hat das eine Mädchen, die du aufs Podest stellst, bitte, abgesehen von ihrem Äußeren? Was hat sie? Sag es mir. Pack das weg. Nimm mal eine Frau. Super attraktiv. Nimm sie und das machst du minus ihrem Äußeren. Was bleibt von dieser Person? Ja. Oftmals gar nichts. So, und wir leben in einer Gesellschaft, die, wie gesagt, im Luxus ist und die Frauen dafür bestätigt, dass ihr Äußeres immer und immer weiter pushen soll. Und guck, das ist keine schlechte Sache an sich. Nur im Extrem wird es komplett Banane. Dass du Frauen hast, die teilweise ihr gesamtes Selbstbild, ihr gesamtes Konstrukt von sich selber nur auf ihrem Äußeren aufbauen. Weißt du, und dann kommst du an, oh, ich finde dich ganz süß. Pff, Ego-Boost. Also sie wird trotzdem nichts mit dir machen. So, und warum sagen die meisten Leute, ja, du musst so ein kleines Arschloch sein, du musst respektlos sein, um Frauen zu bekommen. Warum ist das das Bild? Weil die meisten sie eben nur für das Äußere bestätigen, anstatt sie als normalen Menschen zu sehen. Weil wenn du sie als normalen Menschen siehst, dann nimmst du sie auch nicht so ernst. Dann ist so, ja, okay, ist eine Frau, cool. Ja, okay, ist ein Typ, cool. Weil das sind Menschen. Die müssen auch essen. Die müssen auch schlafen. Die haben auch schlechte Laune. Fühlen sich auch manchmal nicht gut. Denken sich auch manchmal negative Gedanken. Oftmals sogar. Müssen auch arbeiten gehen, müssen auch lernen. Kommen mit dem ganzen Druck von der Gesellschaft auch manchmal nicht klar. Ja, das sind Menschen. Die sind nicht anders als du. In keinster Art und Weise sind die anders als du. Die sind genauso wie du. Und jeder versucht innerhalb der 80 Jahre, die sie hier sind, jeder dieser einzelnen Menschen versucht innerhalb dieser Zeit das Beste daraus zu machen. Und das Beste kannst du nur machen, indem es dir wirklich egal wird, was andere denken. Egal, was deine Eltern denken, egal, was deine Freunde denken, deine Arbeitskollegen, deine Unikollegen, die Leute in deiner Ausbildung, was auch immer. Es ist egal. Es ist wirklich egal. Weil um wirklich was Großes aufzubauen, kannst du dich nicht nach dem Status quo anlehnen. Weil wenn du dich nach dem Status quo anlehnst, passiert genau das, was du nicht willst. Und zwar Mittelmaß. Und das Mittelmaß, also sorry, aber das Mittelmaß ist nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir dieses Video anschaust und dir denkst, ja, Mittelmaß, geil. Hammer, freut mich. Weil das Mittelmaß ist derzeit Versagen. Und Hilflosigkeit. Eine gewisse Art von gelernter Hilflosigkeit. Das ist der Status quo. Dass du wartest. Den Leuten wird immer eingeredet, ja, warte, irgendwann passiert das. Weißt du? Nein. Du wirst nicht dein glorreiches Happy Ending bekommen, wenn es dir wichtig ist, was andere denken. Es wird nicht plötzlich passieren, dass die Frau von der Seite ankommt, dich anspricht. Das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, dass du finanziell erfolgreicher wirst. Das wird alles nicht passieren. Also, wenn du noch in den Spiegel guckst und es dir wichtig ist, wie du aussiehst, pass meine Haare. Hauptsache, ich sehe gut aus. Wenn dir das noch wichtig ist, boah, da hast du Arbeit zu tun. Und die Frage ist jetzt, triggert dich das? Weil ich habe das Gefühl, das wird viele Leute triggern. Sag ich damit, du sollst rausgehen, als wärst du der größte Obdachlose? Nein, natürlich nicht. Du kümmerst dich um dein Äußeres, aber wenn du es die ganze Zeit tust, nur um irgendein Bild von dir aufrechtzuerhalten. Es sind genauso wie die Leute, die ins Gym gehen. Ja, damit mein Äußeres. Weißt du, was witzig ist? Ich mache Kampfsport. Ich habe mit Leuten gekämpft, die so drauf sind, die übelst krass Bodybuilding machen. Und die haben alle verloren. Warum? Weil es ihnen, okay, das ist nicht direkter Kontext zu, aber es ist ihnen wichtig, was andere denken. Und sie tun das nur, du musst dir mal vorstellen, der antreibende Faktor ist, mir ist wichtig, was andere denken und deswegen tue ich diese eine Sache. Und ich meine, immerhin ist es eine gute Gewohnheit, sowas dann zu tun und eine bessere Gewohnheit, aber es ist immer noch ein ziemlich destruktiver Motor, weil du versuchst, dadurch anderen zu gefallen. Und wenn du von dieser Grundthese ausgehst, wird alles nicht funktionieren, deswegen ist mein Rat an dich. Mach Dinge, die du gar nicht machen würdest.
Also sei so, wie du normalerweise niemals sein würdest. Wenn du jetzt so der Typ bist, der sich immer so anzieht, zieh dich mal komplett anders an. Ehrlich, Hoodie. Geh wieder größte Hipster raus. Trag Ringe, Ketten. Also wirklich, mach mal 180 von dem, was du jetzt machst. Guck, was passiert. Im ersten Moment so, boah, krass. Aber dann merkst du an einem Punkt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Weißt du, und dann hast du angefangen, deine Identität nicht mehr fest zu haben, sondern ein bisschen formloser. Und wenn deine Identität formloser ist, bist du viel, viel freier. Und bist so, ja, okay, Alter, es ist nicht so schlimm, was andere denken. Weil, wie gesagt, das sind auch alles Menschen, die haben auch Probleme. Also wenn du lernen willst, wie es dir wirklich egal wird, wie du lernen willst, wie du auf Frauen zugehen kannst, vernünftig mit denen agierst, sie auch wie Menschen behandelst und nicht irgendwie auf den Podest stellst an der Zeit, nur weil ihr euch gegenseitig mögt. Wenn du Bock hast zu lernen, wie du mehr Erfahrung sammeln kannst, fremde Frauen kennenlernen kannst, Dates mit denen ausmachen kannst. Das komplette Thema. Wenn du Bock hast, das zu lernen und sagst, nein, Alter, ich will nicht mehr hier sein, ich will nicht mehr in dieser Situation sein, ich hab die Schnauze voll, es muss sich was ändern. Wenn du Lust hast, wirklich was zu ändern, erster Link in der Videobeschreibung. Komm zum kostenlosen Erstgespräch. Füll das Formular aus. Werde ich mir eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit nehmen. Wir gehen mal deine gesamte Situation durch. Schauen, wo dein Problem ist. Und ja, hör auf, Alter. Das sind so, wie gesagt, du hast Luxusprobleme. Und diese Luxusprobleme, da sollst du dich gar nicht drauf fokussieren. Du sollst dich viel mehr, also, das ist eine ehrlich gemeinte Frage. So. Willst du dir nicht lieber andere Gedanken einpflanzen, anstatt was denken andere von mir? Oh, werde ich von der Frau gemacht, werde ich von dem Mädchen gemacht? Würdest du nicht lieber andere Gedanken durch den Kopf gehen lassen? Wäre es dir nicht wichtiger, lieber zu sagen so, boah, was kann ich heute machen, damit mein Leben viel, viel geiler wird? Anstatt von diesen Fesseln einfach die ganze Zeit umringt zu sein, gefesselt zu sein, nicht weitergehen zu können. Was willst du? Entscheide dich. So, und wenn du smart bist, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Kostenloses Erstgespräch. Tut dir den Gefallen. Werden jetzt wahrscheinlich hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Dann Frauen ansprechen, weil es uns egal ist, was andere denken. Dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Dein Matt.